Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Gothic 1. In der letzten Folge haben wir das neue Lager mal wieder oder zum ersten Mal uns ein bisschen genauer angesehen und Zweihänder gelernt. In der Folge werden wir dann jetzt mal mit Gorn und den Leuten aus dem neuen Lager die freie Mina wieder von den Gardisten befreien. Und Gorn spricht uns erstmal Du kommst gerade richtig. Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt. Eine Rückeroberung mit 4 Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gomez Leute zu gut verschanzt. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Verdeckte Operation. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Wir haben ja gerade mit ihm geredet. Als einer unserer besten Söldner wurdest du bestimmt, die Operation durchzuführen. Ich werde mit dir gehen. Gemeinsam können wir es schaffen. Okay. Der erste Schritt? Was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist, werden wir den Pass über die Berge suchen, den Gomez-Leute für den Überfall benutzt haben. Wenn der Pass dicht gemacht wurde, haben wir die Situation wieder im Griff. Verstehe. Warum Dieses gerade Verstehe ich? Ist auch irgendwie Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst. Kleines Merkmal Außerdem für das Spiel. Kennst du das alte Lager und die Gardisten Weil besser als die meisten versteht. Von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Okay. Okay, lass uns den ungebetenen Gästen in der Mine kräftig in den Hintern treten. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Okay, dann Auf in haben den wir Kampf. Jetzt... Okay, wir haben Cord. Und zwei Söldner. Hat Cord noch irgendwas zu sagen? Sei gegrüßt. Ach, hier kann man Einhand lernen. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet. Ja, die Punkte haben wir jetzt nicht. Und das jetzt auch nicht. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal und hoffen, dass Cord überlebt. Wobei ich glaube nicht, dass wir nochmal Einhandwaffe brauchen. Fast hätte ich es vergessen. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Wolf. Dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Super. Tu das. Ich warte hier am Wachposten auf dich. Fragt sich jetzt, wo der Bandit Wolf ist. Wir werden jetzt einfach mal zurückspringen. Ja gut. Das ist auch interessant, was jetzt passiert, denn wir könnten das hier im Prinzip skippen, dadurch, dass wir sagen, dass wir jetzt Wichtigeres zu tun haben. Ja, ich finde, sowas ist auch wieder sowas, was Rollenspiele ausmacht in dem Sinne. Also Rollenspiele, die ich spiele, natürlich sind Japano-RPGs, Final Fantasy-like auch Rollenspiele, aber ich finde wirklich, die Rollenspiele, die ich spiele oder die ich gerne spiele, sind eher die, bei denen man wirklich die Freiheit hat, Dinge zu tun. Das ist wirklich nicht und nicht linear einer Story folgen muss. Ja, und das ist auch wirklich interessant, was wäre, wenn, dieses Was-wäre-wenn-Prinzip. Bei dem man wirklich quasi, ja, was wäre, wenn wir jetzt anders gelaufen wären? Würden wir dann jetzt später an derselben Stelle stehen? Ich denke, das ist wirklich was, was die meisten Rollenspiele gut ausmacht. Und hier haben wir diesen Banditen Wolf. Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gut, dass du vorher noch vorbeikommst. Vor was? Vor eurem Besuch in der nicht mehr ganz so freien Mine. Worum geht es? Ich hatte neulich eine Idee, wie wir völlig neue Rüstungen herstellen können. Aha, und wie? Das härteste Material, das ich kenne, sind die Panzerplatten der Minecrawler. Nicht etwa die der kleinen, harmlosen Exemplare aus der jetzt verschütteten Mine von Gomez. Nein, die nicht. In unserer Mine lebt eine wesentlich gefährlichere Unterart. Der Panzer dieser Biester ist fast nicht zu durchdringen. Wenn du mir einige dieser Panzerplatten bringen könntest, würde ich versuchen, daraus eine Rüstung herzustellen. Er ist ja irgendwie der Rüstungsbau vom neuen Lager. Wie bekomme ich diese Platten von den Biestern ab? Das ist relativ einfach. Die Rückenplatten sind nur an deren Rändern mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach ein Rasiermesser und schneide halb schräg an den Rändern entlang. Okay, kapiert. Mal sehen, ob ich solche Panzerplatten finde. Wir haben ein Rasiermesser. Kannst du noch irgendwas zu sagen? Und diese Information gibst du mir völlig uneigennützig. Nicht ganz.
Wenn es mir gelingt, aus solchen Platten eine gute Rüstung zu zimmern, werde ich sehr schnell sehr viel... Ach, lassen wir das. Natürlich, es geht ihm nur um quasi Erz in dem Sinne. Normalerweise wäre es ja Geld, aber hier geht's halt um Erz. Was man einem Banditen aus dem neuen Lager jetzt aber nicht unbedingt verdenken kann. Ja, eigentlich würde ich jetzt lieber rasten, aber ich denke, es ist besser, so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, oder wie das heißt, durchzuführen, zufälligerweise. Oder glücklicherweise, was weiß ich. Beziehungsweise ist ja auch egal. Auf jeden Fall fängt es jetzt an zu regnen. Und dadurch, finde ich, passt es jetzt sogar noch besser, so eine Nacht-und-Nebel-Aktion im Regen. Eine Befreiungsaktion zur freien Mine. Finde ich ganz cool, da das jetzt nachts quasi auf die Nacht fällt und es zwar noch regnet. So, können wir jetzt dann? Oder möchtest du, dass wir noch mit dir reden? Okay, du möchtest, dass wir noch mit dir reden, scheinbar, Gorn. Hallo. Es kann losgehen, auf zur Mine. Höchste Zeit, dass wir die Gardisten von dort vertreiben. Geh du vor, ja. Ich folge dir. Wenn das jetzt nur er ist, der uns folgt, dann haben wir ein Problem. Aber ich denke mal, die ganze kleine Armee wird uns... Nee, natürlich nicht. Es wäre ja zu einfach, wenn wir jetzt ein bisschen Unterstützung kriegen würden. Scheinbar wollen die da bleiben. Wobei mich jetzt mal interessieren würde, können wir die jetzt ansprechen oder sagen die uns jetzt einfach, ja, wir warten hier. Sei gegrüßt. Hallo. Okay, also die bleiben da einfach jetzt nur ganz cool stehen und wir laufen jetzt zu zweit im Prinzip in die freie Mine und bashen ein paar Gardisten, okay. Wem's gefällt, ja, also in meinem ersten Let's Play war das hier einer der Wege, den ich relativ am Anfang gemacht habe. Jetzt in dem Let's Play ist es einer der spätesten. Also normalerweise, wenn man fürs neue Lager arbeitet, fängt man hier als, weiß nicht, Buddler, also das Äquivalent zum alten Lager. Wäre Buddler, auf jeden Fall Schürfer ist das, glaube ich. Als Schürfer fängt man hier an und dafür muss man auch erstmal zur freien Mine. Da kriegt man übrigens dann auch für die Leute, die es jetzt selber spielen, am Anfang gratis eine Rüstung her. Was für den Anfang wirklich ziemlich cool ist. Wir haben es jetzt nicht gebraucht, aber naja, vielleicht hätten wir das auch. Von daher ganz cool eigentlich. So, wir schalten jetzt im Prinzip gerade einfach mal die Viecher aus, die hier sowieso schon so durch die Gegend rennen und da... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Okay, scheinbar will Gorn mit uns reden, aber kommt nicht an dem Stein vorbei. Oder doch? Ist auf jeden Fall mal eine interessante Kamera. Irgendwie. Okay, und wir können nicht laden. Was die Sache noch genialer macht. Dann denke ich mal, sehen wir uns erst gleich wieder. So, und wir sehen uns auch an ähnlicher Stelle gleich, beziehungsweise jetzt wieder. Ich hoffe, Gorn ist diesmal schlau genug, den Weg von alleine zu finden. Ansonsten müssen wir ihn wieder mal ein bisschen an die Hand nehmen quasi und ihm zeigen, wo er hin soll, beziehungsweise die KI ein bisschen an die Hand nehmen. Und ich sehe ihn wirklich gerade nicht, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er irgendwo festhängt. So, dann werden wir mal einfach mal eine Fackel entzünden und dem netten Gorn zeigen, wo er hin soll. Weiß, vielleicht müssen wir mit der Fackel winken, damit er uns findet. Oder ist der irgendwo anders hängen geblieben? Weil wahrscheinlich sind wir durch unsere akrobatischen Sprünge einfach zu schnell für ihn gewesen. Wer weiß das schon? Okay. Gorn, wo bist du? Kein Gorn. Nee, wirklich kein Gorn. Also scheint er irgendwo anders zu sein. Okay. Also Gorn scheint irgendwo festgegangen zu sein. Dann werde ich mal diesen Quick Save hier Quick Loaden, beziehungsweise diesen Save laden, um zu gucken, ob wir da jetzt noch näher an Gorn dran sind. Ansonsten scheinbar haben wir ein Problem. Dann werde ich ihn wohl, beziehungsweise werde ich mich wohl zu ihm porten müssen, fürchte ich. Wobei, wir laufen jetzt einfach mal weiter und gucken, was passiert. Naja, da kamen wir her. Wir laufen jetzt einfach mal den normalen Weg lang und hoffen, dass Gorn dann jetzt von alleine auftaucht. Ich bin mir da jetzt nämlich ziemlich unsicher. Hier ging es doch lang, oder?
Yep. Wir kamen ja irgendwann Gorn. Haben wir eine Chance gegen diese Razor-Viecher da? Haben wir gegen die schon? Ja, okay, die scheinen heftig zu sein. Aber auch nicht zu heftig. Okay, die haben wir leicht ausgeschaltet. Was haben die Viecher so bei sich? Ah, der Mollerrad läuft da ein bisschen dämlich lang. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal die Krallen mit. Wobei ich auch immer ganz interessant finde, dass ich die Krallen und die Zähne irgendwie nicht auseinanderhalten kann. Aber ich denke mal, dass es nicht so unbedingt störend ist und ich sehe gerade überhaupt nichts. Deswegen entzünden wir jetzt mal eine Fackel. Ich habe hier nämlich ein Mollerrad langlaufen sehen. Ganz merkwürdig. Und Gorn scheint wirklich sich irgendwo festgehangen zu haben. Lassen wir ihn jetzt einfach mal. Und hoffen, dass wir das Spiel jetzt irgendwie trotzdem noch weiterspielen können. Und wir benutzen mal unsere Axt gegen diese Razor. Ah, die haben eine ziemlich hohe physische Resistenz. Ah, und machen auch einiges an Schaden, okay. Ja, das Leben ist mir jetzt gerade da zu wertvoll. Denn ich muss jetzt allein schon, um unsere Gesundheit wieder aufzuladen, 3 Heiltränke verbrauchen. Wobei man dazu sagen muss, dass ich auch wo runtergefallen bin. Von daher hat es natürlich auch ein bisschen mehr Leben gekostet. Verdammt, jetzt sind wir wieder hier. Wunderbare Nacht- und Nebelaktion, man verliert sich und findet sich nicht wieder und es regnet immer heftiger. Jagdbeute und Jäger, wir schalten einfach mal beides aus. Wir ignorieren jetzt mal die natürliche Kette sozusagen und schalten einfach alles aus, was da so ist. Ja. Die ignorieren jetzt einfach mal deren Beutezeug. Das ist mir jetzt gerade zu doof, das alles auszuwählen. Ist auch ziemlich cool, wie schnell wir nachladen können. Wie schon bereits erwähnt, also eigentlich, sofern ich das richtig mitgekriegt habe, im Mittelalter war das um einiges schwieriger. So. Ich hoffe jetzt irgendwie, dass Gorn da auf... Ja, da ist er. Der gute Gorn taucht überall auf irgendwie, oder spawnt zumindest. Hallo. Möchtest du mit mir reden? Okay, hallo. Okay, er möchte nicht mit uns reden. Ja, auf in den Kampf. So. Und da kommt Gorn. Warte mal. Siehst du all die Leichen hier? Geh du runter zum Mineneingang. Ich bleib erstmal hier oben und stelle sicher, dass es keine Überraschung von hinten gibt. Wenn du unten bist, komme ich nach. Okay, das ist natürlich die beste Methode. Man lässt einfach ja, den anderen vorlaufen und gucken mal, was da für böse Gegner sind. Hier haben wir einen, der Söldner, der wacker gekämpft hat, aber leider sinnlos in dem Sinne. Wir sammeln einfach mal alles ein, was er hat und haben damit, denke ich, auch den Wert von den Krallen, die wir jetzt hineinsammeln können, wieder. So, wir haben, ja, jetzt haben wir wieder Fackeln durch den. Können wir auch ein paar verschwenden im Prinzip. So, ich erinnere mich auch genau hier hatte ich nämlich die letzte Aufnahme von meinem ersten Gothic 1 Let's Play beendet. Weil ich da wieder mal gestorben war und ganz viel hätte nachspielen müssen und das mich ziemlich abgefuckt hat. Beziehungsweise ziemlich aufgeregt hat, jetzt ein bisschen nobler ausgesprochen. Hier haben wir auch gerade gesehen, der hat ein Rasiermesser bei sich. Das brauchen wir ja, um die Platten, Dinge abzubauen. Die Platten von den, Minecrawlern. Ja, ohne Rasiermesser geht das, so viel ich weiß, nicht. Ja, hier ist wirklich alles tot. Also, es gibt auch manche Spiele, das war auch in Fable so, wo es einfach mal hieß, wenn man wirklich Geld verdienen will, einfach mal alle Leute von dem Ort umbringen. Ich glaube, sowas habe ich hier auch mal zugelesen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das ist auch interessant, Gothic 1 durchzuspielen, ohne sich einer Fraktion anzuschließen, indem man irgendwie, ich weiß nicht, Bug oder irgendwas benutzt. Also man muss natürlich jede Möglichkeit, die es gibt, ausnutzen, um Erfahrung zu kriegen und alles. Und dann kann man, wenn man, glaube ich, hier unten das halt aufbricht, dann diesen Mineneingang, kann man direkt in das nächste Kapitel wechseln, was wir auch bald tun werden. Ziemlich coole Idee, finde ich, zumal ich so
Oh, das war hier jetzt schon mal was Wichtiges. Diese Idee davon, dass man quasi ohne jegliche Fraktion überlebt, finde ich ziemlich cool in... Wer es kennt vielleicht... Kriegsstimme. Das ist eine heftige Waffe. Ja, wer es kennt, Vampire the Masquerade Bloodlines oder Vampire the Masquerade 2, gibt es auch diese Möglichkeit ganz am Schluss. Das ist ziemlich episch inszeniert und ich fand die Idee eigentlich ziemlich cool, so quasi als Ein-Mann-Armee da durchzuwaschen ohne jegliche Fraktion. Wahrscheinlich werde ich das Spiel auch noch irgendwann let's playen, aber erst später, und da muss ich mir auch überlegen, ob ich den Vorgänger Redemption, ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall Vampire the Masquerade 1, ob ich das auch let's playen werde. Ich fand es jetzt nämlich nicht so unbedingt spannend, wobei die Story auch nicht schlecht war. Werden wir alles noch sehen. Wir haben jetzt auch eine ziemlich heftige Waffe von den Söldnern gefunden. Ja, also das ist jetzt wirklich mal was anderes als einfach nur Tiere ausweiden, einfach mal Söldner ausnehmen. Bringt uns einiges mehr ein. Vor allem bei den Söldnern mit Namen. Und hier jeder 7 Heiltränke oder sowas. Also das ist schon heftig. Oh, wir gehen irgendwie gerade übrigens den Berg wieder hoch. Ja, hier waren wir schon. Okay. Dann denke ich mal, haben wir so ziemlich die wichtigsten Söldner ausgenommen. Und wir gehen weiter runter. So, die hatten wir auch schon. Ah, da haben wir ein paar Gardisten. In Gardistenrüstung. Ja, die schwere Gardistenrüstung. Haben wir ja auch schon versucht, die zu kriegen. So quasi im letzten Moment, der möglich ist. Und haben wir nicht geschafft. Ja. Also die schwere Gardistenrüstung kann man ohne zu cheaten nicht in Gothic 1 kriegen. Da man einfach da vorher aus dem Lager rausfliegt. Bevor man da rankommen würde. So, also wir haben da zwei Gardisten und einen schweren Gardisten. Wobei der schwere Gardist hat, glaube ich, eine heftigere Armbrust auf dem Rücken als wir. Also mit ein bisschen Glück kriegen wir da auch noch eine schwere Armbrust. Aber wir gehen jetzt einfach mal... Sehen und es ist Jakal. Der Verräter, der das Lager gewechselt hat. Du hättest dich nicht mit diesen Verlierern einlassen sollen. Dann würdest du noch zu uns gehören. Da hilft dir auch nicht, dass du mir Schutzgeld bezahlt hast. Ihr seid zu weit gegangen. Der Überfall auf die Mine war dumm von euch. Ja, das hat eine bessere Armbrust. Scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Los, wir machen ihn kalt, Jungs! Okay. Einer ausgeschaltet, der andere auch, und Jakal schießt auf uns mit seiner heftigen Armbrust und macht ordentlich Damage, aber wir haben zumindest mal seine Lakaien schon ausgeschaltet. Oh, der macht wirklich ordentlich Damage. Aber wir auch. Und wir haben ihn. Kurz bevor er uns gehabt hat, haben wir ihn, und er gibt uns eine schwere Armbrust. Bolzen und Knochenbrecher-Axt. Okay. Einiges Zeug, was wir gut benutzen können. Ja, die Kriegsstimme scheint wohl hier die heftigste Axt zu sein, die wir bis jetzt kriegen können. Ja, von den Gardisten kriegen wir auch nochmal Bolzen und... Ich glaube dieselbe Armbrust. Ja, okay, leichte Armbrüste, okay. Ja, stimmt ja, die Gardisten hat ja nur leichte Armbrüste. Von daher... Haben wir jetzt schon mal eine bessere Waffe. Und da schießt immer noch einer auf uns. Und ich würde sagen, um den kümmern wir uns dann erst in der nächsten Folge. Also bis dahin, Leute. Ciao.